Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Fans von Ostsachsen TV, eine neue Sendung entsteht und diesmal haben wir zu Gast bei uns im Studio vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft BVMW den Präsidenten des Bundeslandes Sachsen, Dr. Jochen Leonhardt. Und wir haben ihn ins Studio dazugeschaltet. Mal schauen, ob er schon da ist. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dr. Leonhardt. Turbulente Zeiten. Wir befinden uns in einem Prozess, den wir so noch nie erlebt haben und noch nie eigentlich üben oder proben konnten. Und dennoch braucht man verlässliche Partner, die einem durch dieses Fahrwasser helfen. Und der BVMW hat sich ja ein Stück weit jetzt auch als Verband gezeigt, wie wichtig das Netzwerken ist und ist die politische Stimme des Mittelstandes und auch das Netzwerk für den Mittelstand. Wie sind die Erfahrungen in der letzten Zeit? Also wir haben sehr viele Telefonkonferenzen, wir haben sehr viele Videokonferenzen. Alle unsere 350 Außenstellen in ganz Deutschland sind mit den Mitgliedern vernetzt. Wir kriegen Informationen, was hakt, wo gibt es Probleme, was kann man miteinander tun, wie kann man sich helfen. Also momentan sind wir ganz stark mit unseren Mitgliedern in Verbindung und wollen den Mittelstand natürlich in dieser schweren Zeit nicht alleine lassen, aber auch Hilfe zur Selbsthilfe geben. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Der Verband ist natürlich für die kleinen Unternehmer genauso wichtig wie für die großen Unternehmer. Und es gibt eine gewisse Mitte, die momentan ein Stück weit vergessen worden ist. Zumindest gab es Kritik des BVMWs, dass man Unternehmer ab 10 Mitarbeiter oder Unternehmer in einer gewissen Größenordnung, die eigentlich das Rückgrat der Gesellschaft bilden oder der Wirtschaft bilden, bei uns auch hier in Sachsen stark strukturiert sind, außen vor gelassen hat. Ja, wir haben also festgestellt, dass genau in diesem Bereich ab 10 Mitarbeiter bis etwa 250, circa 900.000 Arbeitskräfte in Sachsen tätig sind. Und in diesen Betrieben ist natürlich die Hilfe genauso notwendig, Branche für Branche unterschiedlich, wie bei den Klein- und Solo-Selbstständigen. Selbstverständlich ist dort auch der Arbeitskräftemarkt betroffen, sind die Mitarbeiter betroffen, aber auch die Unternehmen. Wenn Lieferketten ausbleiben, wenn Kunden wegbleiben, dann betrifft es die in stärkerem Maße, weil mehr Umsatz gemacht wird und mehr Potenzial vorhanden ist. Also da muss unser Augenmerk drauf sein. Das ist der Rückgrat des deutschen Mittelstandes, sind alle, aber die großen, in Anführungszeichen, ab 10 Mitarbeitern dürfen nicht vergessen werden, die stützen auch unseren Land. Also zwischen was ist groß und was ist wirklich schon vielleicht Monopolist auf dem Markt, da gibt es natürlich auch nochmal einen Unterschied. Also wenn ich jetzt sehe, wie abhängig wir sind, technisch gesehen zum Beispiel, nicht nur vom Internet, aber auch von Programmen, gibt es natürlich Global Player. Es gibt Gewinne auch in der Krise derzeit zu sehen, wie Amazon, die natürlich ihren Handel weiter betreiben können und die 100.000 Arbeitskräfte in Amerika einstellen. Betriebe, die allerdings auch immer eine Sonderrolle gespielt haben, weil einerseits wenig Steuern bezahlt haben, auf der anderen Seite sind es auch nicht unbedingt die großen Ausbildungsbetriebe bei uns und nicht der Motor, sondern es sind Dienstleister, die auf den Markt drängen. Und der Mittelstand, der hier meistens auch Familienbetriebe oder strukturiert ist durch Familienbetriebe, die fühlen sich hier ein Stück weit im Stich gelassen. Kann man das nachvollziehen? Das kann man nachvollziehen, selbstverständlich. Aber dafür sind wir als Verband ja aufgestanden, haben mit der Politik in Berlin darüber gesprochen, im Wirtschaftsministerium, mit den Staatssekretären, mit dem Minister, um genau dieses Problem voranzubringen. Und jetzt ist ja auch die Entscheidung gefällt, dass bei KfW-Krediten bis zu 100% Ausfallbürgschaft in einer gewissen Größenordnung gewährt wird. Das haben wir immer von Anfang an gefordert und das ist jetzt ganz, ganz dringend notwendig, weil die Banken natürlich jetzt jedes Risiko scheuen in dieser Phase. Absolut, ich glaube Selbst auch, dass der 10% Druck von Risiko der und Bank 20 kam, Prozent. weil wir hatten ja vorher 80% Bürgschaft gehabt, dann war es teilweise 90%, jetzt sind wir bei 100% angelangt. Sagt eigentlich oder auch ein Stück weit was aus über die Situation, in der sich derzeit die Banken befinden, oder? Ja, selbstverständlich. Ich habe viel mit Banken zu tun, beruflich, und weiß auch, dass die momentan alle verunsichert sind, denn kein Unternehmer kann jetzt eine Prognose erstellen, die jetzt notwendig wäre für eine Kreditentscheidung. Eine Prognose, wie geht es dieses Jahr weiter, wie geht es nächstes Jahr weiter, wer kann das jetzt? Also am allerwenigsten auch natürlich die Banken. Und die brauchen aber, um ihre Prozedur einzuhalten, genau diese Aussagen. Und da muss der Staat jetzt den Rücken auch den Banken stärken, weil sonst ja, vergaloppieren wir uns in diesem System, was wir geschaffen haben mit Kredit. Prüfung mit Kreditgewährung und so weiter, mit Planung, mit Planungssicherheit, das ist alles nicht gegeben momentan.
Wie soll so ein Unternehmer jetzt umgehen, wenn er das Wort Kredit hört? Hat er in erster Linie das Thema entweder Investition auf der einen Seite? Wenn ich aber nicht weiß, wie es weitergeht, ist es eigentlich eher ein Verschieben der Problematik von heute auf morgen. Also auch da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Stimmen. Kredite sind nicht wirklich eine Hilfe zur Selbsthilfe. Oder kann man, sollte man sich da die Angst ein Stück weit nehmen lassen? Nun ja, es wird ja momentan das Insolvenzrecht ausgesetzt. Das heißt, momentan drückt das Unternehmen die Zahlungsfähigkeit oder die Zahlungsunfähigkeit und Kredit hilft erstmal, das zu überbrücken. Selbstverständlich ist dieser Kredit in dieser Phase möglicherweise sogar Eigenkapital ersetzend, ja, weil wenn er gewährt wird in der Krise, und da denke ich mal, sind wir ja nun momentan, wird es ganz schwer für die Banken und für den Staat zu beweisen, dass dieser Kredit ein normaler Kredit war. Es war ein Sanierungskredit, ein Krisenkredit und das ist Eigenkapital ähnlich. Also im Nachhinein wird man feststellen, dass ein großer Teil dieser Kredite wirklich zur Eigenkapitalstärkung dienen musste und zur Liquiditätsüberbrückung. Und trotzdem ist es so, dass viele kleine Unternehmer ja auch eher Zuschüsse benötigen, um jetzt überhaupt den Umsatzausfall zu kompensieren, wo sie alle nicht wissen, wann geht es wieder los für die Solo-Selbstständigen und für die Mittleren. Also das heißt, wir brauchen jetzt eine Überbrückung, wir brauchen auch Zuschüsse, auch für die Betriebe ab 10 Mitarbeitern. Und bei der Bürgschaftsgewährung durch die KfW muss auch den Banken der Rücken gestärkt werden, denn das sind auch kaufmännisch geführte Unternehmen und man kann sie ja nicht zwingen, Kredit zu geben. Und man kann sich ja nicht zwingen, 10%, 20% Risiko einzugehen, wo sie selbst nicht wissen, wie geht es weiter. Absolut, jetzt gibt es ein bisschen Licht am Horizont, weil kommende Woche am Donnerstag sollen neue Regelungen oder neue Möglichkeiten vorgestellt werden. Jetzt kennt der Verband sich ein bisschen besser aus als Otto Normalverbraucher. Sind die Geschwindigkeiten, die momentan an den Tag gelegt werden, was das Krisenmanagement betrifft und die Reaktion betrifft, wirklich hohe Höchstgeschwindigkeit oder haben wir eher das Gefühl, es lähmt? Oder wie wertet ihr das? Also wir haben von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wir haben Bundesländer, wo innerhalb von Tagen entschieden wird und online bewilligt wird und auch dann schnell ausgezahlt wird. Und ich denke, in Sachsen könnten wir vom Tempo noch ein bisschen zulegen oder zumindest transparent machen, wie viele Anträge sind eingegangen, wie viele sind in Bearbeitung, sodass sich jeder ausrechnen kann, wie lange es dauern könnte. Diese Transparenz fehlt. Ich habe nochmal nachgeschaut heute Morgen auf der SAB-Seite, da gibt es dazu keine Angaben. Jetzt ist es natürlich, man sagt auf der einen Seite, jedes Bundesland ist verschieden, aber wir haben natürlich auch Erfahrung. Wir hatten ja schon mal eine große Flutkatastrophe, nur waren dann die Leute nicht im Homeoffice. Das heißt, sie haben auch nicht auf die Kinder aufpassen müssen, sondern die Leute haben voll arbeiten können. Jetzt haben wir eine Ausnahmesituation. Wir wissen natürlich auch nicht, wie groß oder wie stark ist die Effektivität der SAB momentan besetzt. Auf der anderen Seite wird uns suggeriert, dass an allen Ecken und Kanten gearbeitet wird, dass das System aufrechterhalten bleibt. Es sind natürlich harte Herausforderungen, die wir da momentan sehen. Ich habe mit dem Vorstandschef der SAB gesprochen bei der großen Runde im Ministerium und er hat mir versichert, der Fragebogen ist ganz einfach, sodass ich mir vorstellen könnte, dass auch Beamte aus anderen Ministerien aushelfen könnten, um einfache Abhakarbeiten zu machen. Denn um sowas geht es zunächst mal. Ist das Unternehmen existent? Kleine kurze Plausibilität, das können viele Beamte leisten, die in anderen Ministerien momentan vielleicht eher nicht den dringenden Arbeitsbedarf haben. Bitte unterstützen Sie da die SAB, ist mein Appell an die Landesregierung. Okay, ich glaube, der Appell ist angekommen, zumindest miteinander jetzt an einem Strang zu ziehen. Ich sag mal, was wir so sehen, ist ja, die Gesundheitsministerien arbeiten auf Hochtouren. Wir sehen bei uns die Landratsämter mit den Zahlen. Also alle sind irgendwo ad hoc dabei. Aber es gibt sicherlich das ein oder andere Ressourcen oder den ein oder anderen Ressourcenbereich, wo man sagt, da muss man abziehen. Fachkräftemangel haben wir ja auch zum Teil in der Verwaltung. Also es ist ja nicht so, dass wir eine überbesetzte Verwaltung hätten, oder? Haben wir nicht. Wir haben jetzt bei den Finanzämtern viele, die einfach jetzt Steuern nicht eintreiben können, weil Vollstreckungsausschub gewährt wird oder Stundung gewähren. Die könnten wunderbar aushelfen im Bereich SAB. Die sind zahlenorientiert, die sind faktenorientiert. Also da denke ich mal, da muss eine Hilfsaktion jetzt gestartet werden. Und ich denke, Personal ist da und auch gutes Personal. Und trotzdem nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an die, die jetzt Tag und Nacht an diesen Anträgen arbeiten, um so schnell auf den Mittelstand wieder zurückzuspielen.
Es gibt allerdings auch unterschiedliche Wahrnehmungen innerhalb der Wirtschaft. Also wir hören das zum Teil, die sagen, wir haben dann ein Stück weit Angst, wenn die jetzt alle gerettet werden. Und sie sprachen das eben an. Es gibt zum einen Hilfspakete für die Kleinen, für die Freiberufler, für die Künstler bis zu 9.000 Euro unter 5 Mitarbeitern, die als Zuschuss gewährt werden. Auf der anderen Seite hören wir von ganz, ganz großen Milliardenpaketen, die geschnürt werden, um auch das Gesundheitssystem zu stabilisieren und auch die Notsituation zu managen. Da geht ein bisschen die Angst um, was passiert, wenn dieses ganze Geld jetzt auf den Markt kommt. Entwertet es dann nicht irgendwo auch die Kaufkraft bzw. den Wert des Geldes im Allgemeinen? Hat das nicht auch Folgewirkungen? Naja, wir hatten ja in Deutschland in den letzten Jahren eine solide Finanzpolitik und hatten eine Verschuldung von 60% vom Bruttoinlandsprodukt. Wenn man jetzt die benötigten 500 bis 700 Milliarden zurechnet, sind wir immer noch unter der Richtschnur der EU, wenn man das Worst-Case-Szenario betrachtet. Also ich denke mal, das kann A, Deutschland verkraften. Und ich denke mal, das Geld, was jetzt auf den Markt kommt, kompensiert ja nur Geld, was ansonsten durch normale Umsatzprozesse auf dem Markt schon wäre. Ist einfach ein Umschichten. Und ich denke mal, Geldentwertung im Verhältnis zum Dollar, da würde ich sagen, momentan ja, der Euro ist schwach. Aber ich denke mal, das ist in der Prognose ganz, ganz schwierig darzustellen. Und ich hoffe, ich glaube es nicht. Jetzt haben wir natürlich auch eine Wirtschaftskrise, die global ist. Das heißt, auch Lieferketten haben sich verändert. Viele Mittelstandsbetriebe sind aber bereit und helfen mit bei der Krise im Management, sich mit einzubringen. Also wir haben ein Beispiel bei der Firma Sachsenfahnen aus Kamenz. Die nähen jetzt Mundschutz und der Bürgermeister, der Herr Danz, hat entschieden, dass die Bevölkerung jeder einen Mundschutz bekommen soll. Das geht natürlich nur im Einklang mit solchen Unternehmen, die sagen, wir setzen jetzt nicht aus, wir stellen unseren Betrieb nicht ein, sondern wir widmen uns der Bevölkerung und der Krisenmanagement mit. Wir nehmen damit keine Masken vom Markt, sondern wir schaffen zusätzliche Kapazitäten, die wir sonst so gar nicht gehabt hätten. Also das zeigt ja auch, dass die Wirtschaft eine hohe Sensibilität hat, zum Teil mit dieser Thematik umzugehen. Hohe Sensibilität und hohe Kompetenz. In Sachsen fahren ist ein Spezialist für textile Verarbeitung. Eigentlich ideal, in Anführungszeichen, technologisch vorbereitet für so eine Produktion. Das kann ein Metallbauer so einfach nicht machen, aber Sachsenfahren ist dafür prädestiniert und dazu allerherzlichsten Dank. Ist das ein Stück weit die Schlagstunde der Solidarität untereinander, zusammenzurücken und alle helfen mit? Ist das mal wieder vielleicht auch ein Zeichen für uns selber, zusammenzustehen, ist jetzt momentan oberste Priorität? Ja, das ist es. Wir müssen zusammenstehen in der Familie. Es geht schon bei der täglichen Versorgung los, es geht bei der täglichen Arbeit los und wir müssen zusammenstehen mit unseren Mitgliedern, mit den Mandanten, mit allen denen, die jetzt aufeinander angewiesen sind. Und das ist ein Zeichen, das wir, glaube ich, ganz, ganz stark momentan spüren, dass die Solidarität groß ist und die Ideenvielfalt auch, wenn Sie daran denken, was viele so aus ihren Betrieben machen, die Online-Lieferdienste jetzt nach Hause bringen, die abgepackten Waren für ältere Menschen, wie auch immer. Also ganz, ganz tolle Beispiele gibt es für Solidarität und das stärkt auch den Mittelstand. Es gibt natürlich auch der Turbo, der Motor zu sagen, neue Innovationen, neue Technik zu nutzen, sei es jetzt in Form von Online-Konferenzen, aber auch Homeoffice oder Digitalisierung, hat natürlich jetzt auch nochmal eine völlig andere Bedeutung bekommen, weil in der Krise gehen gewisse Dinge so nicht wie vorher. Es ist aber auch eine riesengroße Herausforderung für Unternehmen. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen dabei Unterstützung brauchen und Beratung brauchen. Was ist für meinen Betrieb sinnvoll und welche Wege kann ich jetzt einschlagen? Weil ich glaube, da kommt auch ein ganz großer Ruf von Hilflosigkeit ein Stück weit mit hervor. Ja, man muss sein Geschäftsmodell jetzt auf den Prüfstand stellen. Was ist daran zu verändern? Was ist bei größeren Mittelständlern im innerbetrieblichen Ablauf zu verändern, was jetzt zutage getreten ist? Also die Chance ist da, A, sein bisheriges Modell zu optimieren und B, auch mit Kreativität an neue Modelle heranzugehen. Und da gibt der Staat auch Unterstützung bei diesen Beratungszuschüssen zu 100%, um diese Modelle neu zu evaluieren. Das finde ich auch sehr gut, weil es wird nichts mehr so bleiben, wie es vorher war. Es wird sich vieles ändern. Absolut. Vor allen Dingen gibt es auch im BVMW natürlich Netzwerktreffen und auch Veranstaltungen, zum Teil jetzt auch online oder auch Webinaren, die natürlich auch Beispiele zeigen, was man machen kann. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, gerade jetzt mit seinem Koordinator vor Ort auch mal den Kontakt zu suchen und zu sagen, ich brauche Hilfe, habt ihr jemanden im Verband, der vor Ort ist und der mir helfen kann?
Weil Regionalität spielt dabei auch eine große Rolle, denn wenn die Betriebe weit, weit weg sind und ich habe keine Ansprechpartner vor Ort, dann verlieren sich gewisse Dinge auch. Und wir sehen eine Reizüberflutung von Werbung, gerade auch in den sozialen Netzwerken für Unternehmen. Wir helfen euch, Gelder zu bekommen, wir helfen euch dabei und dabei. Viele Anbieter auch aus dem Ausland. Ich denke, Regionalität und Vertrauen ist auch ein ganz, ganz wertvoller Faktor, auf den man achten sollte. Und da kann der BVMW definitiv auch eine Stütze sein. Da stimme ich Ihnen 100% zu. Wer hätte gedacht, dass wir mal Online-Frühstücke machen oder digitale Frühstücke, ja, in diesen Zeiten. Eine wunderbare Einrichtung. Ich denke auch, dass dieses wirklich regional wunderbar zur Vernetzung beiträgt. Und das sollten wir auch weiterhin unterstützen. Sind wir da in Deutschland ein Stück weit auch vielleicht ein bisschen blauäugig gewesen und haben uns ein bisschen auch, was Software betrifft oder auch Lösungen betrifft, des Internets auf die Innovation des Auslands verlassen und weniger eigene Kräfte hervorgebracht? Weil wenn ich sehe, das Internet selbst ist jetzt keine Erfindung von uns. Viele sind momentan in Zoom-Konferenzen, viele sind bei Skype. Heißt aber auch, dass die großen Datenkonzerne und derer, die mit diesen Daten arbeiten, keine Unternehmen sind, die bei uns hier persönlich verankert sind, oder? Gut, wir haben ja schon vor vielen Wochen vor der Krise schon gewusst, wie hoch der Börsenwert von Google und all diesen Unternehmen ist im Vergleich zu den deutschen DAX-Unternehmen. Und daran sieht man den Wettbewerbsvorteil der ausländischen Giganten. Und das sollte uns auch zu denken geben, dass wir da nochmal Nachholbedarf haben und Innovationen fördern müssen in diesem Bereich. Selbstverständlich, das wird uns die Lehre sein. Auch was zum Beispiel die Abhängigkeit von Pharmalieferungen aus Asien betraf. Das war uns vorher auch so nicht bekannt, mir jedenfalls nicht. Dass wir 70% der pharmazeutischen Produkte aus China importieren. Diese Abhängigkeit kommt jetzt zutage. Und bitteschön, da muss Konsequenz draus gezogen werden. Das kann man nur unterstreichen. Also die Pharmaindustrie hat natürlich auch früher bei uns produziert. Einerseits geht es um die Rohstoffe, andererseits geht es auch um das Thema Preise. Natürlich haben sich Monopole aufgebaut. Wichtig ist natürlich, dass wir Erkenntnisse daraus ziehen. Das ist jetzt sicherlich nicht unbedingt der Zeitpunkt, aber wir sollten Erkenntnisse sammeln. Wir müssen stichpunktartig auch aufzeichnen oder aufzeigen, was funktioniert gerade, was funktioniert sehr gut, wo müssen wir noch ansetzen. Und ich glaube, dass die Krise auch eine unheimlich große Lehrstunde ist und ein Appell ist, an viele Fronten jetzt zu schauen, weil sowas kann uns da jederzeit wieder treffen. Ja, ich hoffe nicht, dass uns das nochmal so schnell wieder passiert, aber erstmal müssen wir da durch. Wir müssen die Zeit nutzen, jetzt Ideen zu sammeln für die Zeit danach, also für den sogenannten Exit. Da bietet der BVMW auch Mitwirkung am sogenannten runden Tisch an. Wir haben viele Ideen, wie in bestimmten Branchen der schrittweise Wiederaufbau, die Wiederanlaufen der Umsatztätigkeit unterstützt werden kann unter Beachtung von Gesundheitsthemen, sodass wir da wirklich jetzt die Zeit nutzen, um Ideen zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln und dann auch an die Politik heranzutreten, welche Ideen wir miteinander entwickeln können. Absolut. Es gibt natürlich auch viele, viele Vorzeigeunternehmer, die momentan sagen, die Krise ist zwar ein schlimmes Ereignis, aber ich unterstütze meine Mitarbeiter, ich gleiche das Kurzarbeitergeld aus. Einige Unternehmen positionieren sich jetzt auch sehr positiv auf dem Markt und werben dafür, wenn du woanders dich nicht wohlfühlst, dann komm doch zu uns. Also es gibt Verschiebungen in allen Bereichen ein Stück weit zu verspüren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, heutzutage immer mehr auch diesen Vorbildcharakter zu hinterfragen. Bin ich heute noch so fortschrittlich, wie ich vielleicht vor 20 Jahren war? Oder verändern sich die Zeiten nicht in der Form und ich muss neue Wege mit einbinden und unter Betracht beziehen? Also jetzt zeigt sich auch, wie solidarisch die Mitarbeiter zu ihrem Unternehmen stehen, ja, was Heimarbeit betrifft, was weniger Krankmeldung betrifft als vielleicht nötig. Es zeigt sich auch, wie solidarisch der Unternehmer zu seinen Mitarbeitern ist, wenn er aufstockt, zum Beispiel Kurzarbeitergeld. Und wenn er dann auch im Grunde genommen die belohnt, die trotz aller Schwierigkeiten jetzt die Stange halten und im Betrieb bleiben und noch die letzten Arbeiten machen. Da muss eine wechselseitige Solidarität sein, denn das Thema Mitarbeiterbindung war auch schon vor der Krise ein ganz, ganz wichtiges Thema, Stichwort Facharbeitermangel und Probleme mit bestimmten Berufsgruppen. Die müssen wir jetzt identifizieren und auch jetzt lösen, damit die Mitarbeiter bei dem Neustart wirklich dabei sind mit vollem Engagement und vollem Herzen. Absolut. Gehen wir mal in eine der Branchen rein, die momentan auch stark um Hilfe ruft. Das ist die Landwirtschaft. Wir sind dabei, jetzt die Ernten einzufahren, und zwar vom Frühling. Der Spargel wächst, die Erdbeerpflanzen blühen und die Landwirtschaft hat händeringend um Erntehelfer gerufen. Und
Wir sind ja die Erntehelfer aus dem EU-Ausland, die derzeit auf dem, oder die sonst auf dem Acker gearbeitet haben, mehr oder weniger zu Hause. Es gab einen Appell, Rentner sollen sich was dazu verdienen auf dem Acker oder auch Schüler oder Studenten sollen mithelfen. Das Land soll in dem Bereich mit eingebunden werden. Also es ist so, dass wir wahrscheinlich weniger Erntehelfer genehmigt bekommen, die einreisen dürfen, als benötigt werden. Das heißt, wir brauchen sowieso eine Lücke, die geschlossen werden muss. Die ist sowieso da. Und man muss auch jetzt mit Fantasie, was die Erntehelfer betrifft, herangehen. Denn wir haben momentan leerstehende Hotels. Die Erntehelfer müssen untergebracht werden. Wir können die Hotels ja auch mal mit gewissen Auslastungen unter Beachtung von den Abständen und so weiter, Sicherheitsaspekten, mit Erntehelfern belegen, damit die ins Land können und nicht in Unterkünften wohnen, wo sie tatsächlich sich gegenseitig anstecken. Das ist das eine. Das andere, es müssen auch die, die jetzt wie Rentner und Studenten, wie auch immer, zur Ernte bereitstehen, aus fremden Berufen kurzfristig angelernt werden. Und da braucht die Landwirtschaft auch eine Unterstützung. Das kostet Zeit und Geld und muss auch organisiert werden. Und da müssen wir jetzt dringend ran, weil die Zeit ist jetzt reif. Die können wir nicht verschieben. Absolut. Jetzt hat natürlich die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gesagt, es gibt allerdings eine Ausnahme, also Menschen, die bei uns im Integrationsprozess sind oder um Hilfe gebeten haben, wie auch zum Beispiel auch Asylbewerber, sind von dieser Möglichkeit ausgenommen, weil einerseits hat es finanzielle Auswirkungen bei ihnen, wenn es ums Thema Dazuverdienen geht, die dürfen gar nicht. Und wir haben so ein bisschen, also es gab Stimmungen auf, auch in den sozialen Netzwerken, die das Thema Spaltung darin erkannt haben, weil einerseits, warum nimmt man diese Menschen nicht und lässt sie zu Hause sitzen und bindet sie in den Prozess mit ein oder lädt sie dazu ein, sich mit einzubringen, sondern schließt sie von vornherein aus. Kann man die Diskussion verstehen? Die Diskussion kann man verstehen. Wir können diese Leute unter Beachtung von allen Restriktionen nicht einfach ausschließen, sondern wir müssen sie versuchen, sinnvoll zu integrieren, weil wir zahlen ja die Asylbewerber, die unterhalten wir. Und viele von denen wollen auch was tun, wollen auch natürlich keinem ausländischen Erntehelfer Arbeit wegnehmen, aber wir können es kombinieren. Alles machbar. Pragmatische, schnelle Lösungen, solidarische Lösungen. Absolut. Ich denke auch, eine Einladung auszusprechen, alle sind gefordert mitzumachen, ist sicherlich sinnvoller, als in so Gruppenbildungen oder in Spaltungsdiskussionen wieder zu enden. Genau. Wenn man jetzt sieht, die Grenzen sind geschlossen worden zu Polen oder auch zur Tschechei. Es gibt immense Pendlerstaus an der polnischen Grenze. Wir sehen es auf der A4. Teilweise waren Lkw-Stau von 65 Kilometern und mehr. Jetzt auch wieder 11 Stunden Wartezeit für Pendler, wenn man nach Polen einreist. Das macht es den Menschen dort natürlich auch nicht unheimlich attraktiv zu sagen, ich fahre jetzt rüber nach Deutschland und helfe dort aus, sondern ich bleibe vielleicht eher zu Hause und ich bin in meinem eigenen Land oder bei meiner Familie. Dadurch sind viele Berufskraftfahrer ausgefallen und. Zeigt aber auch, mit dieser Grenzschließung hat sich etwas verändert, was wir vorher als fast wie selbstverständlich wahrgenommen haben, dass wir einen offenen Verkehr haben bei uns in Europa. Sie haben ja auch viele Pflegekräfte aus Polen, die in Deutschland mobil gepflegt haben oder beziehungsweise gepflegt haben und auch dort gewohnt haben bei den zu Pflegenden. Und jetzt höre ich Stimmen, die fahren zurück und wollen erstmal bei ihrer eigenen Familie bleiben. Diese Menschen fehlen uns. Es waren, glaube ich, 300.000, die in Deutschland da im Einsatz waren, aus Polen und anderen Ländern. Und wenn die nur zur Hälfte zurückbleiben in ihren Ländern, weil sie nicht wieder rüber können oder wollen, wer pflegt dann diese Personen? Wer ist das? Die Pflegeheime haben Aufnahmestopp, diese Kräfte fehlen. Also wir rasen mit einer hohen Geschwindigkeit auf ein neues Problem zu. Und das muss jetzt auch angegangen werden, dass dieses vereinfacht wird und diese Selbstverständlichkeit, von der Sie gesprochen haben, wiederhergestellt wird. Ja, sonst bauen wir Hürden auf und sind am Ende die Leidtragenden. Momentan hört man aber die nationalen Kapazitäten eher sprechen. Das heißt, wir hören die Präsidenten der einzelnen Länder sich positionieren, die einzelnen Minister. Wo ich kaum Signale vernehme, ist aus der EU. Also das heißt, vom Europäischen Parlament, Frau Ursula von der Leyen, Europa-Chefin aus Deutschland, aber auch andere EU-Parlamentsmitglieder, da ist kein einvernehmlicher Umgang mit der Krise zu sehen. Da ist nicht das Thema Harmonie. Wir halten zusammen, wir haben hier eine gemeinsame Richtschnur zu verspüren, sondern einerseits gibt es Streit zwischen den Südstaaten und Nordstaaten, wer soll was bezahlen, aber wie wir mit der Krise umgehen, wie wir effektiv helfen, damit es hier kein Desaster gibt, da ist Europa doch momentan überhaupt nicht wahrnehmbar.
Da gebe ich Ihnen recht. Die Krisenländer wie Italien, wo das schon von Anfang an ein katastrophaler Zustand war, und Spanien, auch Frankreich, die haben von EU-Hilfe nichts gespürt. Und es gab ja eine Aussage auch von Herrn Macron, wozu brauchen wir die EU eigentlich? Das ist schon ganz bitter und ganz resignierend, wenn man spürt, dass gerade die Länder dann, wenn man Hilfe bräuchte, sie keine bekommen und noch nicht mal eine Symbolik erhalten haben an Unterstützung. Das ist unsere Wahrnehmung hier in Deutschland auch. Wir haben als Verband ja in Brüssel auch ein Büro und können dann direkt auch kommunizieren mit den Bürokraten oder Eurokraten in Brüssel. Aber das Feedback, was eine Hilfe ist für Italien, für Spanien, für die gesamte ständische Exportindustrie, die in Deutschland ja auch von Europa Geschäft lebt, nicht zu spüren. Und das ist dringend notwendig, dass sich da was ändert. Alles klar. Also das ist ein Appell, der, denke ich mal, wirklich tief greifen sollte, weil wir brauchen ein starkes Europa und wir brauchen vor allen Dingen auch eine starke Stimme aus Europa, denn die Welt ist globalisiert und wir sind, was die Weltbevölkerung betrifft, mit Gesamteuropa nicht mehr unbedingt ein Global Player. Wir sind zwar eine wichtige Wirtschaftskraft, wir sind auch ein wichtiger Absatzmarkt, aber wir sind nicht die meisten Menschen auf dem Planeten. Und China ist eine große Macht, Amerika ist eine große Macht, auch Russland. Wir sehen, die Global Player setzen sich gerade intensiv mit der Neuordnung der Weltmärkte, der Währungen und den ganzen Systemen auseinander. Und wir haben das Gefühl, Europa streitet sich untereinander. Das kann nicht unbedingt ein gutes und starkes Signal sein im Auftritt nach draußen, oder? Ich gebe Ihnen völlig recht, wenn wir unsere wirtschaftliche Stärke nicht durch eine Einheitlichkeit in der Stimme kombinieren, werden wir nicht mehr wahrgenommen, sondern nur noch ein Spielball zwischen den Großinteressen USA, China, Asien bleiben. Und da muss jetzt sozusagen Aussagekraft, Solidarität auch innerhalb Europas, aber auch eine starke Stimme außerhalb Europas von Europa zu hören sein. Und das ist notwendig, weil die Krise ist global. Und wir müssen dann als Krisenmanagement auch Europa wahrnehmen können. Es gibt immer mehr Stimmen, auch momentan, die sagen, der Shutdown in Deutschland, dieses restrikte Verhängen von Ausgangsbegrenzungen und das Herunterfahren der Wirtschaft schaden dem Land mehr. Man schaut ein Stück weit nach Schweden, wo man sagt, die haben das eben nicht so gemacht oder bisher nicht so gemacht. Sind die besser gefahren als wir oder eben nicht? Kann man da überhaupt schon Urteile sich erlauben oder wäre es nicht sinnvoller, erstmal abzuwarten und zu schauen nach der Krise? Und dann eine Auswertung vorzunehmen. Ich denke auch, wenn sich die Virologen schon untereinander nicht 100% einig sind, die Experten, die die Bundesregierung beraten, auch alle Aspekte beachten müssen, dann müssen wir jetzt noch ein paar, ein, zwei, drei Wochen Geduld haben, um zu wissen, wann kippt die Neuinfizierungsrate, wann sind die Geheilten wieder stärker als die Infizierten und wann haben wir im Grunde genommen das Schlimmste überstanden. Erst dann würde ich auswerten, nicht mittendrin im Galopp sozusagen die Fehler des Starts zu klären, sondern am Ende, wenn man am Ziel ist, zu wissen, was hätte man besser machen können. Beim nächsten Mal. Zu ändern ist da nichts Ich mehr. denke, es geht auch nichts an Erkenntnissen verloren. Allerdings, wir befinden uns ja heute Palmsonntag, auch in der sogenannten stillen Woche vor Ostern. Ostern ist ein wichtiger Feiertag, vor allen Dingen für die Christen. Und es ist natürlich auch Fastenzeit. Und es ist für uns auch ein Stück weit wichtig, wie verhalten sich Unternehmer? Sind sie vorbildlich? Nehmen sie, wie stabil sind sie in der Krise? Denn wenn ich Mitarbeiter bin und mein Chef ist jetzt hier völlig außer Kontrolle, das gibt natürlich auch andere Signale nach unten weiter. Und ich habe ein Stück weit das Gefühl, dass die Stimmen derer, wir haben das Management unter Kontrolle und wir sind uns sicher mit dem, was wir tun, überwiegen müssen, weil sonst haben wir auch relativ schnell Chaos. Und da ist ein geordneter Umgang miteinander gefragt und der BVMW macht da eigentlich eine sehr, sehr gute Arbeit. Ich kann ja nochmal ein Kompliment nur aussprechen. Sorgt allerdings oder braucht allerdings auch viele runde Tische online hinter den Kulissen, wo ihr mit eingebunden seid. Wie wirkt denn momentan der Umgang mit euch? Werdet ihr in die Prozesse mit eingebunden? Seid ihr dort noch eine starke Stimme oder kann die Politik momentan auch mit der Kritik, die ihr äußert, umgehen? Die Politik muss damit umgehen, denn wir tragen die Sorgen und Nöte unserer Mitglieder, nämlich des Rückgrats der sächsischen Wirtschaft nach draußen. Und die Politik soll dankbar sein, wenn wir Informationen liefern, die sie bislang noch nicht hatten, um das Feinjustieren, um anzupassen, um neue Maßnahmen zu durchdenken. Ich glaube, das muss ein bilateraler Austausch sein, nicht nur mit uns als BVMW, sondern auch mit den Handelskammern, den Arbeitgeberverbänden
Fachverbänden etc. Je mehr Informationen gebündelt die Politik erhält und umso zielgenauer können die Maßnahmen beschlossen werden. Da sind wir eine starke Stimme im Konzert mit anderen, die auch die Verantwortung tragen. Was ist mit dem Thema Finanzkrise? Weil wir sagen, wir haben auf der einen Seite eine eine Pandemie mit Corona. Wir haben auf der anderen Seite die anstehende Rezession. Wir haben aber auch eine Finanzkrise. Sind da Signale zu verspüren, die man jetzt schon geben kann, zu sagen, egal an welcher Front es gerade brodelt, bitte bleibt optimistisch, schaut positiv nach vorne? Oder sind die Kritiker, die gesagt haben, es ist eine Riesenablenkung auch in Richtung Crash, sind die nicht gleichermaßen auch mit der berechtigten Angst momentan auf dem Markt? Weil wir sehen in den Medien, wenn ich Tagesschau anmache, momentan nur Corona. Wir sehen nur Bilder zum Thema, wie ist die gesundheitliche Lage. Aber die Gegenstimmen, die so über die Medien so ein Stück weit bisher unterdrückt worden sind, kommen da vorne. Und da ist die Frage, die sich mir stellt, wie breit sind wir dort mit der Kritik aufgestellt und wer ist da zu berücksichtigen, von eurer Meinung aus? Ja, ich denke, es ist ja momentan so, dass wir das schlimmste Problem zuerst lösen müssen. Ich habe immer die Redensart, das Schwierigste zuerst. Das Schlimmste ist momentan die Bedrohung der Gesundheit. Das Schlimmste ist, dass dadurch der Mittelstand zusammenbrechen kann, Rückgrat unserer Wirtschaft. Das muss verhindert werden, Punkt 1. Punkt 2, die Alternative zu sagen, wir investieren nicht so viel in die Rettung des Mittelstands, wäre noch katastrophaler. Ja, das heißt, wenn schon die Ökonomen eine Senkung des BIP um 5% prognostizieren, 5-6% waren die letzten Aussagen. In der Finanzkrise 2008, 2009 hatten wir 5% Rückgang. Aufgrund anderer Ursachen, da war die Gesundheit kein Thema. Deswegen sage ich, das Schwierigste zuerst, das Schlimmste zuerst. Und dann guckt man, ob man beim Finanzsystem, was ja nach 2008, 2009 nicht grundsätzlich verändert worden ist, trotz der damaligen Krisensituation, das heißt, die um die Welt kursierenden Hyperprodukte im Finanzwesen gibt es ja immer noch. Ja, die bedrohen ja immer noch alle Volkswirtschaften, die gesamte Finanzwelt. Und da müsste man tatsächlich auch mal schauen, dass man sagt, wenn die Realwirtschaft nicht funktioniert, kann auch diese Finanzwirtschaft nicht funktionieren. Und wenn die Realwirtschaft gestärkt wird, dann kann auch die Finanzwirtschaft reformiert werden. Und das müsste die Reihenfolge sein. Zumindest sehen immer mehr Unternehmer, aber auch Zuschauer, dass wir auch ein Stück weit eine Perversität auf dem Markt haben. Es gibt ja auch Gewinner, die jetzt auf fallende Kurse setzen, da Milliarden Gewinne machen mit der Krise, weil Menschen gerade Geld oder beziehungsweise ja, weil es diesen Exzess gibt und sich daran bereichern. Also ich denke, Solidarität, miteinander eine neue Welt aufzubauen, die für alle einen Horizont bildet, wo man mit Stolz hochgucken kann, da gibt es ganz unterschiedliche Signale. Schauen wir ein Stück weit vor die eigene Haustür. Ich glaube, Sachsen ist gut daran zu zeigen, wie stark es ist. Und wir haben natürlich auch einen extremen Entwicklungsschritt hinter uns. Und die Sachsen sind natürlich auch ein Stück weit auf sowas vorbereitet, weil wir haben eine Wende hinter uns. Wir feiern immer noch das Jubiläumsjahr, 30 Jahre nach der Wende. Und viele der Sachsen haben sich schon einmal völlig neu aufgestellt und sind neu angegangen nach vorne. Sind wir da vielleicht nicht auch in der Pflicht, anderen Ländern ein Stück weit zu zeigen, die das Phänomen so noch nicht hatten? Wir sind stark und stolz und wir können mit breiter Brust rausgehen und Vorbild sein für auch vielleicht Bundesländer, die das so noch nie erlebt haben? Wir haben ja in den letzten 30 Jahren viele Veränderungsprozesse hinter uns. Sachsen sind grundsätzlich helle und in Anführungszeichen vigilant. Ich denke, der Sachse findet immer eine kreative Lösung, nach vorne zu schauen. In Sachsen war immer ein starker Mittelstand, der das Rückgrat. Und ich denke mal, das müssen wir zeigen, dass wir das erhalten können, erhalten wollen und solidarisch weiter aufbauen. Dann sind wir Vorbild auch für die Bundesländer, die diese Erfahrung jetzt in der Bedrohung Corona zum ersten Mal machen müssen. Und da können wir auch miteinander austauschen und lernen und auch voneinander lernen. Und ich denke mal, das ist auch der Appell an die Politik, dass diese Best-Practice-Lösung, die Sachsen vielleicht zu bieten hat, auch anderen zuteil wird. Es gibt nur das geistert ein bisschen das Gespenst rum. Neuer Solidaritätsbeitrag zum Thema Corona wird durch die Medien getrieben und es gibt von der Vorstandsvorsitzenden der SPD, Frau Esken, Verlautbarungen, die Reichen sollen zur Kasse gebeten werden. Sind das die richtigen Signale? Nein, das sind nicht die richtigen Signale.
Erstens mal, der Solidaritätszuschlag gehört abgeschafft und zwar sofort in voller Höhe, damit er allen zugutekommt, die Ersparnis dadurch. Weil auch der normale Arbeitnehmer hat ein Recht, etwas mehr in die Kasse zu kriegen, wenn sein Arbeitsplatz bedroht ist und wenn Kurzarbeitergeld die einzige Alternative ist. Also da jetzt Solidaritätszuschlag weg sofort. Zweitens, diese Vermögensabgabe, das muss man mal aus den Köpfen der SPD herausbringen, dass zum falschen Zeitpunkt, wo wir mitten in der Krise sind, sowas zur Tagesordnung kommt, ist ein Skandal. Ich würde das niemals unterstützen als Verband. Ich würde auch sagen, dass es erstmal die Solidarität im täglichen, die Solidarität im Wiederaufbau wird zeigen, dass auch die Großen, sehe, nehmen Sie mal bitte Herrn Hopp, der jetzt für die Forschung dieses Mittels jetzt 50 Millionen oder wie viel gegeben hat. Also das ist auch Solidarität und Investment in unsere Gesellschaft und unsere Gesundheit. Das muss gezeigt werden und das werden die Reichen selbstverständlich tun und tun es auch. Da braucht man keine Vermögensabgabe, die wiederum vom Staat verwaltet und wo immer auch verbuddelt wird. Nein, danke. Ist ein klares Statement. Es gibt sicherlich unterschiedliche Meinungen. Wir werden auch unterschiedliche Meinungen zu hören. Von der Bundesführung der Grünen ist zu hören, wer soll die Krise bitte nutzen und soll die alten Ölheizungen entsorgen und soll jetzt das Geld oder die Kredite in Anspruch nehmen, um auch in dem Bereich der Nachhaltigkeit umzurüsten. Und gestern gab es die Schlagzeile, so schnell wie möglich den CO2-Preis zu erhöhen. Momentan stoßen wir doch viel weniger CO2 aus als vorher, weil durch die Krise liegt das halbe Land ja lahm. Ich frage mich, wie man mit solchen Äußerungen überhaupt Vertrauen in Richtung Wirtschaft bekommen möchte. Oder wird hier nicht einfach nur Lobbyismus oder Lobbypolitik gemacht, des Klientels, was mit der Wirtschaft sich insofern noch nie auseinandergesetzt hat? Also es sind für mich Ja. Dinge, die ich schwer einordnen kann. Ich gebe Ihnen recht. Es ist ja auch ein Programm, bestimmte Umrüstungen von Ölheizung auf andere Heizungen. Das hat die KfW immer schon als Förderinstrument auch begleitet. Nur momentan hat die KfW ja einen ganz anderen Ansturm zu bewerkstelligen. Punkt 1. Punkt 2. Müssen Sie dann erstmal Handwerker finden, die solche Arbeiten ausführen. Die haben momentan auch Probleme, zum Teil sich über Wasser zu halten und zu überleben. Also von daher alles zu seiner richtigen Zeit, aber nicht alles zugleich zur falschen Zeit. Bitte jetzt nicht. Absolut. Ich glaube, das Thema kann man in der Bandbreite ausbreiten ohne Ende, weil es gibt da unterschiedlichste Themenfelder und unterschiedlichste Baustellen. Ich weiß, dass ihr sehr breit aufgestellt seid als Bundesverband. Es gibt ja auch viele kleinere Verbände. Es gibt den Handelsverband, der kümmert sich um das Thema Handel. Es gibt die IHK, es gibt die Handwerkskammern. Wie gut ist denn das Zusammenspiel zwischen dem BVMW und den einzelnen anderen Verbänden auf dem Markt? Gibt es da Konferenzen? Tauscht man sich da aus, dass man sich da mit einer klaren Stimme positioniert? Wir haben ja im BVMW eine Mittelstandsallianz, wo über 30 Verbände, die auch im Mittelstand engagiert sind, sich unter unserem Dach zusammengeschlossen haben. Dazu gehört zum Beispiel auch der Handelsverband. Und wir tauschen uns da sehr eng aus mit den Präsidenten, mit den Präsidien unserer Allianzpartner. Und selbstverständlich auch vor Ort mit der IHK, bei IHK Dresden gibt es Austausch. In anderen Orten wie Erfurt und in Berlin gibt es auch regen Austausch. Also was immer dazu dient, dem Mittelstand zu helfen, da gibt es keine Hemmnisse und keine Zäune zwischen den einzelnen Verbänden. Sollte jetzt nicht sein. Das tun wir auch nicht. Absolut, ich glaube, den Appell kann man nur unterschreiben. Egal wie die politische Meinung ist, egal wie die ideologische Meinung ist, zusammenstehen ist das Gebot der Stunde. Wir haben einen Jawohl. Slogan bei uns: Miteinander statt nebeneinander. Miteinander stark ist momentan ein ganz, ganz starker Hashtag im Netz. Aber auch miteinander statt nebeneinander heißt, es geht nur gemeinsam. Also das heißt, wenn jeder versucht, seine eigenen Interessen durchzuboxen, dann werden wir relativ schnell an Fahrwasser verlieren wieder. Man muss die Kräfte auch mal miteinander bündeln. Und ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, zu zeigen, wie wichtig Netzwerken ist, weil wir sind nur so stark wie der gesamte Zusammenhalt aller miteinander. Natürlich gibt es mal den einen oder anderen Ausreißer, aber im Großen und Ganzen muss der Kurs doch irgendwo ein Stück weit festgegeben werden oder festgesetzt sein. Inwiefern ist euer Vertrauen momentan, wie die Politik das meistert? Sagt der BVMW, dass es läuft gut oder wollt ihr da noch mal ein bisschen Also ich, mehr Dampf? ja, na, ich denke mal, es gab einen starken Auftakt, wo Ministerpräsident Kretschmer, Herr Dudig und Frau Köpping zusammen mit den 40 Verbänden und Handelskammern und Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammengesessen haben. Alles wunderbar, alles gut. Es gibt auch von uns aus in Berlin starke Netzwerke zur Politik, wo wir feststellen, es wird gehört, was wir zu sagen haben, es wird darauf geachtet.
Und ich denke mal, über kurz oder lang wird sich zeigen, dass die Maßnahmen, die beschlossen worden sind mit der Feinjustierung, die wir eben besprochen haben, über 10 Mitarbeiter als Beispiel, die werden greifen. Und da kann ich nur sagen, die Politik hat schnell reagiert, ist vielleicht in der Umsetzung jetzt angewiesen auf viele helfende Hände. Die hoffe ich, die sind da. Und insofern würde ich sagen, weiter so mit Elan und mit Dampf und wir werden unterstützen, wo wir nur können. Vielen, vielen Dank. Ich danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben, heute am Sonntag uns ein Interview zu geben, weil ist eigentlich der Tag, wo man sich auch wieder ein Stück weit erholen muss. Auf deiner Seite ist es, glaube ich, auch ein guter Auftakt in die neue Woche, weil wir merken ja, es gibt tagesaktuell immer wieder neue Erkenntnisse, Ereignisse und auch Geschehnisse. Und das zu verarbeiten ist für alle momentan auch nicht so ganz einfach. Wichtig ist allerdings, Mut und Hoffnung sollten Angst überwiegen. Und ich bin eigentlich guter Dinge oder ich bin auch so hoffnungsvoll, dass Sachsen das schafft, weil wir haben eine starke Stimme, wir haben einen starken Mittelstand. Wenn wir ihn stark erhalten, haben wir auf jeden Fall eine gute Ausgangssituation auch für den Nachgang. Also vielen, vielen Dank, Herr Dr. Leonard, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Sie sind ein jederzeit gerne gesehener Gast, wiederkommt bei uns hier im Studio. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank Ihnen auch für den Sonntag. Danke.